Ja, guten Abend, guten Morgen, gute Nacht, Freunde der gepflegten Sim-Racing-Unterhaltung. Wir sind zurück. Wir starten heute in die zweite Saisonhälfte. Das heißt, wir sind der Formel 1 weit voraus. Die machen ja, die läppischen Mädels machen ja jetzt 3 Wochen Pause bis zur zweiten Saisonhälfte. Und aber beim Ski Cup gibt es sowas nicht. Da geht's direkt, da wird durchgefahren. Das heißt, wir sind in Rennen 7 hier in den USA beim Barber Motorsport Park. Ja, wir werfen vorher aber kurz einen Blick auf das Ergebnis von letzter Woche. Da waren wir auch in den USA, wie so oft in dieser Saison, am Sonoma Raceway. Da sehen wir hier das Gesamtergebnis des Abends. Kurz eine Übersicht. Und passend dazu haben wir auch hier die Gesamtmeisterschaft im Überblick. Wir sind momentan tatsächlicherweise punktgleich auf Platz 1 und Platz 2. Also Matuschinski und Fiedler mit 129 Zählern stehen da. Die Strafpunkte, die immer hinten dran in Rot stehen, die sind bei der Gesamtpunktzahl immer schon eingerechnet. Die stehen nur informativ dahinter. Platz 3 und 4 durch einen Punkt nur getrennt, Riebel und Frister. P5, P6, Frank und Wilfert durch 3 Punkte getrennt. Hermann und Hengst auf P7, P8 nur durch 1 Punkt getrennt. Also, wenn wir mal Zweiergrüppchen hier, die hart am Fighten sind. Bei den heißen Eisen hat nach wie vor Sebastian Heumichel einen ziemlich derben Vorsprung. Und aber abgerechnet wird erst am Ende der Saison. 5 der heißen Eisenfahrer haben wir heute auch hier am Start. In der Teammeisterschaft hat die Speedworld Academy Blue hier immer noch mit 35 Zählern die Nase vorne, die Ski-Nase vorne. Bin mal gespannt, wie sich das noch so entwickelt. Und dann sehen wir hier die Übersicht so des heutigen Rennabends. Also wir fahren hier das kürzeste Layout vom Barber Motorsports Park. Wir sind da in Leeds, Alabama, in den USA. Und dann würde ich sagen, die Quali läuft noch ein Minütchen. Gibt es noch jemanden, der sich noch verbessern kann? Oh ja, Hermann, in dem Moment verbessert sich. Und ich glaube, Paolo Anzioso ist auch gerade fertig geworden. Insofern ist die Quali durch. Wir sehen links die 14 Fahrer, schön sortiert in der Meisterschaft. Auch die heißen Eisen haben sich auf P10 bis 14 schön einsortiert. Und dann würde ich sagen, schauen wir hier in der Übersicht mal das Ergebnis der Quali an. Also Steff Herrmann auf die 1 gedüst mit einer Minute 3,6, glaube ich. Dicht gefolgt von Christian Hengst von der Speedwork World Academy Blue, die ja auch die Teammeisterschaft hier anführt. Jürgen Frank, der uns am Wochenende aus Spa Bericht erstattet hat, also unser Reporter, unser Mann vor Ort, auf der 3. Nino Riepel auf der 4. Georg Matuschinski und Michael Fiedler auf P5 und P6. Und das sind ja auch die beiden Kontrahenten, die momentan punktgleich in der Meisterschaft vorne sind. Marcel Brunnspieler von der 7 startet neben Alex Wilfert.
Stefan Frist auf der 9, Krumpi auf der 10. Ich glaube, Krumpi war auch in Spa am Wochenende. Der hat auch kräftig Bericht erstattet, zusammen mit Jürgen Frank. Paolo Anzioso dann auf der 11 für Ahrtal Motorsport Sim Racing Neon. Sebastian Holmichel auf der 12. Guido Grosch auf der 13. Und Brandt auf der 14. Das ist die Startaufstellung für das erste Heat. Die Fahrerchen beziehen auch schon langsam hier vorne Stellung an der Front. Jo, und dann gewohntes Format. Heat 1 15 Minuten, Heat 2 25 Minuten. Ja, es wurde auch gefragt nach Heinz, dem Helikopterpilot. Der war am Wochenende im Einsatz in Spa. Der ist noch nicht zurück. Wir mussten für heute ausnahmsweise mal eine Drohne einsetzen. Mal gucken, ob die auch das eine oder andere gute Bild liefert. Heinz ist noch in der Reha, aber wir erwarten ihn dann nächste Woche auch zurück. Gut, damit können die Spiele eröffnet werden. Hermann wird von Herrn Paul mal gleich versuchen, sich zu verteidigen. In Turn 1 rein. Mal gucken, wie das so läuft bei ihm. Turn 1 ziemlich schnell durch die Kompression direkt in den langgezogenen Turn 2 hier rein. Ziemlich starkes Gefälle an der Stelle. Nochmal eine Kompression runter, wieder den Hügel hoch. Vollgas geben, vierter Gang, Zwischengerade. Jetzt kommt gleich so eine Art Schikane, Links-Rechts-Kombination, da wird es jetzt gleich ziemlich eng werden. Wilfer und Frister kommen an der Stelle schon in den ersten Zweikampf da. Hermann hat es da vorne bisher ziemlich gut gemacht. Hengst die 2, Frank die 3 gehalten, also soweit keine Veränderungen. Das kurze Layout mit knapp über einer Minute Rundenlänge ist kurz. Insofern sind wir auch schon im letzten Turn und zurück auf Startziel. Einer muss da vorne, nee, der hat nur den Windschatten gebrochen, der hat nicht verlangsamt. Also insofern für Hengst alles in Butter noch. Ja, da müssen wir mal schauen, wo sich jetzt nach der relativ gediegenen ersten Runde so die ersten Battles ergeben. Also ich könnte mir vorstellen, dass Krumpi da gerade fast attackiert hat gegen Frister. Wir gehen mal onboard bei Krumpi. Der gibt uns hier eine ganz gute Übersicht über die ersten 10 Fahrer. Oh, Italo Anzioso fragt nach Paolo Anzioso. Den sehen wir gerade nicht. Entweder er konnte nicht zum Start aufs Grid, sag ich mal, sich verbinden oder antreten. Wir haben gerade vorne dran gesehen, dass Frister hier Wilfert überholt hat. Und zwar Innenseite Turn 1. Das hat fair geklappt zwischen den beiden, also zurück in die Live-Bilder. Ja, wir gehen mal durch. Also die ersten drei haben sich einigermaßen hier arrangiert.
haben ein kleines Gap rausgefahren von bisschen mehr als einer Sekunde zu Riepel auf P4 dann. Matuschinski und Fiedler, die Konkurrenten um die Meisterschaft auf P5 und P6. Fiedler da gerade mit zwei Füßchen durch die Wiese gegangen, aber sage ich mal, keine Gefahr an der Stelle. Herr Brunschwiller dann auf der 7 und Frister konnte sich ein bisschen absetzen von Wilfert. Wilfert, der jetzt im Rückspiegel Krumpi formatfüllend hat. Sebastian Heumichel auf der 11, Daniel Brandt auf der 12, Guido Krosch auf der 13. Und ich glaube, das ist, also Paolo Anzioso sehe ich, glaube ich, da kurz vor Krosch mit den hellblauen Felgen. Aus irgendeinem Grund taucht er momentan nicht auf in der Übersicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Also eigentlich hieß aus irgendeinem Grund, ja, ich weiß nicht, ob das stimmt. Vielleicht ist er aus der Box gestartet und zu spät gekommen. Vielleicht hat er den Start verpasst oder es ist einfach nur ein technischer Fehler. Vielleicht egalisiert sich das ja noch mit der Zeit. Also hier, wo jetzt kein Name steht, müsste eigentlich stehen Paolo Anzioso mit der Nummer 71. Beobachten wir mal weiter, halten wir mal im Blick, was da der Grund dafür gewesen ist oder gewesen sein könnte. Ich könnte mir als nächstes vorstellen, dass Matuschinski, bei dem wir on board sind, und Riepel aufeinandertreffen. Also Matuschinski positioniert sich da gerade gegenüber Riepel. Das scheint mir gerade so ein kleiner Stau zu sein, der sich da bildet. Ist auch zwischen Georg und Nino hier extrem eng. Oh, da kommt die Attacke von Fiedler gegen Matuschinski. Da kann er aber den Brief nicht senden. Das Paket muss er nochmal neu frankieren. Frister attackiert gleichzeitig auch Brunschwiller. Frister in gelb-blau, Brunschwiller hier in grün-weiß. Und in dem Moment geht Frister dann auch vorbei. Und vorne dran passiert das Duell, das jetzt schon eine Weile am Laufen ist, zwischen Fiedler und Matuschinski. Und das ist noch nicht gegessen. Also der Schuh ist noch nicht gegessen. Immer noch nicht gegessen. Oh, ein Führungswechsel vorne, das müssen wir uns auch gleich angucken. Ja, also Fiedler ist da jetzt mal für den Moment, also wirklich gegessen ist es eigentlich immer noch nicht, wenn man ehrlich ist. Er ist schon mehr als eine Wagenlänge voraus. Oh, und ich glaube, da hat es gekracht. Oh, da hat es gekracht. Ab ins Replay. Und zwar, das war dann die Kollision von Matuschinski mit Frister, denke ich. Das heißt, wenn wir onboard gehen, aus der Perspektive sehen wir es wahrscheinlich besser. Da ist es passiert und dann muss auch noch, ich glaube, der Brunschwiller ist es ziemlich glimpflich ausgegangen. Und dann wollten wir den Führungswechsel, wollten wir auch noch aufklären zwischen Hermann und Hengst. Ist schon ein Weilchen her. Das ist nochmal zurückgeguckt im Replay. Das ist, glaube ich, gerade, da sind wir mitten reingesprungen in den Führungswechsel, beziehungsweise, das war jetzt, verstehe ich, das war eine kurzzeitige Angelegenheit.
während dem längeren Zweikampf und schlussendlich am Ende der Geschichte hat Hermann sich dann Position 1 wieder zurückgeschnappt bzw. behauptet. Also 1, 2, 3 wieder in der ursprünglichen Reihenfolge. Ja, Maluschinski leider zurückgefallen auf die 11 bei der Aktion vorhin. Das hat Wilfert allerdings dann auch wieder näher an Frister rangebracht. Und Brunnenspieler, den wir gesehen haben, der als dritter Beteiligter in dem Crash Zeit verloren hat, weil er voll in die Eisen steigen musste, aber keine Berührung hatte mit Maluschinski. Insofern für ihn ganz gute Nachrichten. Ja, Ansioso, Paolo Ansioso haben wir immer noch nicht aufgeklärt. Ich vermute ja, also wenn die Technik stimmt, dass er also eigentlich, wenn korrigierterweise müsste er eigentlich auf P12 sein, also kurz vor Guido Kosch. Ja, werden wir später sicher das korrekte Ergebnis dann in der Wertung heute Abend dann sehen. Hier passiert gerade ein Ahrtal-internes Duell, und zwar probieren wir es mal mit der Drohne. Na, machen wir mal die Drohne an. Und zwar versucht Brunnenspieler versucht, attackiert hier Grumpy. Grumpy Neon irgendwas, der andere grün. Grumpy die Neonfarbe, deutlich zu erkennen an den Felgen. Und wie es aussieht, wird am Ende dieser Geschichte, dieser Gute-Nacht-Geschichte, Krumpi dann die Nase vorne behalten, also zurück in die Live-Bilder. Das sind dann auch die Zweikämpfe fürs bis in Kürze schon anstehende Rennende. Also die beiden Sportskollegen, Sportskanonen hier. Und dann Frister und Wilfert auf 6 und 7. Gut, und natürlich der Dreikampf hier vorne ums Podium. Die sind inzwischen 3,5 Sekunden von der Konkurrenz weggefahren, die drei. Insofern werden die vermutlich, wenn es nicht kracht, das Podium unter sich hier ausmachen. Hengst hat sich jetzt schon mehrfach hier neben Hermann gesetzt. Aber er muss jedes Mal den Umschlag neu frankieren. Und wegen DHL-Lieferschwierigkeiten klappt das so richtig mit dem Senden anscheinend offensichtlich nicht. Insofern 2,5 Runden, denke ich, hat er noch. 2 Runden noch. Es gibt noch einen Zweikampf, und zwar P4, P5.
zwischen Fiedler und Riepel, der auch noch entschieden werden will in den nächsten Minuten. Fiedler mit den roten Felgen, Riepel mit den lilanen Felgen. Extrem knapp zwischen den beiden, extrem knapp. Ja, die Bilder von der Drohne hier oben ist einfach nicht das Richtige, wie wenn es Heinz das abfilmt. Also da fehlt irgendwie, da fehlt mir die Emotion. Die Emotion fehlt da. Ja, die Drohne erkennt auch, hat auch nicht den Blick, die hat auch nicht den messerscharfen Blick, da fehlt einfach die Erfahrung, da fehlt die menschliche Komponente. Ja, und es sieht tendenziell, sieht es für Michael Fiedler erstmal gut aus. Also die Aktion hat er mal positiv für sich hier entscheiden können. Oh, jetzt passiert was an der Spitze. Ja, gewohntes Bild. Die Kurvensektion hier T1, T2. Sind die beiden zwei weit unterwegs. Es sieht jetzt für Hengst ein bisschen besser aus, aber immer dann hier in der Kurve raus hat es bisher nicht geklebt. Und es sieht auch jetzt wieder so aus, als bekommt das nicht richtig geklebt. Gegen Hermann und dem Frank erhöht den Druck jetzt merklich hinten dran. Und Hermann leitet in dem Moment dann auch die letzte Runde ein. Jetzt werden alle nochmal in die Vollen gehen. Also Riepel bisher keine Attacke gegen Fiedler. Wilfert keine Attacke gegen Prister. Krumpi und Brunschwiller, die haben zwischenzeitlich wieder die Plätze zurückgewechselt. Und zwischenzeitlich hat Frank Hengst deutlich mehr noch unter Druck gesetzt. Deswegen in dieser Runde kein Parallelfahren zwischen Hengst und Hermann. Für Hermann momentan die Ausgangsbedingungen sehr gut. Insofern entscheidet Hermann das Ganze für sich. Hengst 2, Frank 3. Fiedler behält die Nase vor Riepel. Frister vor Wilfert, vor Brunschwiller, vor Krumpholz. Holmichel verteidigt sich schon die ganze letzte Runde hart gegen Matuschinski und behält auch hier die Nase ganz, ganz knapp im Fotofinish vor Matuschinski. Grosch kommt dann auf der 12 rein, Brand 13 und Paolo Anzioso ist, denke ich, müsste eigentlich berichtigterweise auf P11 sein. Gut, jetzt ist 5 Minuten Pause, dann geht's mit dem zweiten Heat weiter, also bis gleich.
Ja, wir sind zurück. Wer ist eigentlich der Glückliche? Ah ja, Heumichel ist der Glückliche, der durch das Inverted Grid von der Pole Position starten wird. Dicht gefolgt von Krumpholz und Rundspieler. Insofern herzlichen Glückwunsch an Sebastian Heumichel. Der hat das Glück, die Ehre, jetzt den besonderen Nervenkitzel zu erleben. Inzwischen ist er das ja schon gewohnt, war schon öfter jetzt in der Situation. Insofern geht der Ruhepuls wahrscheinlich nicht mehr ganz so hoch, aber trotzdem schon noch ein Stück. Also komplett kalt lassen tut es sicher auch so einen erfahrenen Mann wie Heumichel nicht. So, was machen die Sportskollegen hinten dran? Krumpi und Brunschwiller reihen sich gut ein. Wilfert und Frister, wie gewohnt, direkt im Duell. Nino Riepel mischt sich da mit ein. Jetzt parallel mit Frister unterwegs. Das läuft erstmal gut bei den Mädels hier, bei allen. So, wird Heumichel da attackiert? Oh, hat eine extrem gute Linie gewählt hier und bringt da gleich die Kollegen, hinter sich in die Situation, dass die miteinander spielen dürfen, die miteinander anlegen können. Das tun die auch gleich. Brunschwiller und Krumpholz haben sich ja teamintern schon im ersten Heat hart gebettelt. Wildpferd versucht es, findet aber keine Position neben den beiden. Krumbi behält nach wie vor die Nase vorne und Heumichel freut sich natürlich ziemlich. Aus dem seiner Rückfahrperspektive sieht es so aus, dass der natürlich sehr, sehr froh ist, was da gerade hinter ihm passiert. So, und jetzt beginnt die Phase, wo es in der gedrehten Top 10 richtig zur Sache geht. Also die Gemengelage hier, die ist jetzt gerade, da ist jetzt gerade die volle Brisanz angesagt. Da sind einige der Spaßkollegen, die sich im ersten Heat schon hart miteinander gebettelt haben, auch wieder in ähnlicher Konstellation unterwegs. Hier um Fiedler rum geht es ziemlich ab. Auch Frister findet sich wieder in einer Position, wo er hart fighten kann. Oh, und vorne in dem Moment attackiert Krumpi Heumichel auf der Außenbahn durch Turn 1, Turn 2. Heumichel macht es aber nach wie vor gut da vorne. Hier geht es gerade richtig heftig ab, wie gerade gesehen. Also hier bis P11 geht es richtig heftig ab. Und wir haben Paolo Anzioso wieder, also dieses Rennen wieder regulär geführt hier in den Standings. Also diesmal kein technischer Fehler. Ja, und Krumpi hat inzwischen den Sack zugemacht gegen Heumichel. Schauen wir uns gerade im Replay nochmal an. Und zwar aus der Drohnenperspektive hat er das hier auf der Gegengeraden, Zwischengerade, hat er den Sack zugemacht gegen Heumichel. Und Heumichel hat als nächste Aufgabe jetzt Grundspieler hinter sich. Und nach wie vor im Rest der Top 10 ist aber hat noch keine Klärung stattgefunden. Also da ist besonders hier alles offen. War das gerade, oh, bei Hengst ist was passiert. Da springen wir im Replay mal eben rein. War das ein Konflikt mit Frister? Hengst rechts, Frister links. Nee, Frister hat, Hengst hat,
in Anführungszeichen nur den Bremspunkt ein bisschen verlagert. Krumbi geht quer. Krumbi geht quer. Das ist die Chance für Holmiche, die Lücke nochmal wieder zu schließen. Krumbi dadurch die Aktion so 3/4 plus Windschatten jetzt 5/10, also eine halbe Sekunde circa verloren an der Stelle. Da hat's gekracht. Da hat's gekracht zwischen Hohenschwiller und Holmichel. Und dann schauen wir uns im Replay nochmal an aus der Drohne, Drohnenperspektive. Kleines Missverständnis beim Einlenken in Turn 2. Und dann schafft aber Hohenschwiller auf magische Weise es irgendwie an der Stelle weiterfahren zu können. Für Sebastian Holmichel natürlich extrem bescheiden, zurück auf 13 gefallen. Deshalb Hohenschwiller mit Sicherheit gar nicht mit Absicht gemacht. Das war, ja, sag ich mal, Tragik in Turn 2. So, und Pier P4 bis P9 immer noch extrem hart umkämpft. Und Krumpi hat natürlich vorne jetzt die Chance wegzuziehen. 2 Sekunden Vorsprung hat er. Es sind allerdings auch noch 20 Minuten zu fahren. Da geht's ziemlich deftig zu hier gerade. Zwischen Wülpert und Hermann hat es gerade fast gekracht. Das war richtig knapp. Ja, Holmichel musste tatsächlich auch in die Box. Hengst, der vorhin die Kurve überschossen hatte, zurückgefallen. Der arbeitet sich gerade wieder vor, hier im Zweikampf mit Brandt. Ja, und Holmichel, der große Leidtragende, durch den unfreiwilligen Boxenstopp, sehr weit zurückgefallen. Das ist natürlich richtig hart. Weniger hart ist es für Krumpi, der momentan das Gap von 2 Sekunden hält gegenüber Riepel auf P2. Oh, das hat sich auch schon eine Weile angekündigt, das schauen wir uns im Replay an. Und zwar Hermann gegen Wilfert, da passiert gerade was, da wird es ziemlich eng, wieder mal. Und zwar hier ein bisschen das Heck rauskommend bei Wilfert, ist dann aber unkritisch abgelaufen. In den Live-Bildern zurück. Wir müssen ständig ins Replay, weil sich die Ereignisse überschlagen. Das war vermutlich ein Angriff von... Ja gut, ein Zweikampf, ein länger dauernder von Wilfert gegen Maduschinski. Und da hat es jetzt kurzzeitig mal gekracht. Da gab es dann eine Berührung zwischen Wilfert und dem dahinterfahrenden Frister. Und erstmal für den Moment ist die Aktion jetzt aber geklärt. Oh, und der Vorsprung von Krumpi ist geschmolzen. Riepel inzwischen auf 3/10 dran. Insofern als nächstes wird sich die Chance für Riepel gegen Krumpholz bieten. Riepel allerdings hier zu weit rausgeschossen, aus dem letzten Turn auf die Wiese gekommen. Da fehlt Traktion, außer man ist in Spa im GT3. Insofern muss er jetzt die Situation neu aufbauen gegen Krumpholz.
Da bin ich mal gespannt, wie sich das gestaltet. Krumpholz und Riepel haben nicht so eine Historie gemeinsam. Sind, glaube ich, noch nicht so oft aneinander geraten. So, gleiche Situation wie Runde zuvor. Diesmal besserer Exit. Krumpi bricht im Windschatten. Riepel kann das Gap nicht nennenswert verringern. Insofern wird das vermutlich noch ein bisschen dauern, bis da was passiert. Inzwischen hat Frank dann auf Riepel aufgeschlossen. Insofern jetzt P1, 2, 3. Das wird wahrscheinlich jetzt gleich dann in Kürze in einen Dreikampf übergehen. Ja, dürfen wir mal gespannt sein. Also jetzt ist der Verdichtungsgrad hier vorne am Maximum. Da muss jetzt in Kürze eine Entscheidung her zwischen den drei, sonst wird es arg eng, auch mit den Hinterherfahrenden. So, die Positionierung beginnen. Das wird vermutlich dazu führen. Na gut, nee, kann man hier schwer voraussagen. Gut, jetzt deutet sich es aber an. Frank 2, Krumpholz 3. Ja, das ist erstmal der neue Status quo. Peter und Hermann werden eventuell da in Kürze dann auch noch mitmischen hier gegen Brunschwiller. Und dann bin ich mal gespannt, ob Matuschinski hier die Lücke nach vorne von ein bisschen mehr als einer Sekunde noch zufahren kann. Weil wenn er das tut, dann ist vorne P1 bis P7 in den restlichen 12,5 Minuten. Das war okay. Das müssen wir uns im Replay angucken. Das war gerade heiß. Und zwar wird das jetzt im nächsten Turn hier beim Anbremsen passieren. Ist ohne Berührung ausgegangen, die Nummer. Allerdings, na gut, Brunschwiller hat nur in Anführungszeichen einen Platz bei der Aktion gerade verloren. Das war noch Glück im Unglück. Das hätte auch kritischer ausgehen können. Und Matuschinski ist jetzt wie angedeutet oder vermutet durch die Aktion dann deutlich rangekommen. Und wird jetzt gleich bei den ersten sieben hier vorne sich noch aktiv dann einmischen können. Überholmanöver hier gerade am Laufen zwischen Wilfert und Frister. Und Paolo Anzioso mischt sich da auch noch gleich mit ein, mit den hellblauen Felgen. Schicke Lackierung. Wir sehen im Tower, im Live-Zustand geht das noch einige Male hin und her. Oh, und am Ende ist nur noch Wilfert übrig. Da sehen wir viel Qualm. Also da passiert jetzt hier im Replay gleich was in den Dreher von Anzioso führen wird. Oh ja, das war relativ ein herziger Kontakt zwischen den beiden. Insofern sehr schade für Paolo Anzioso, der da sich gut in die Top 10 reingefahren hatte, jetzt auf die 11
P11 zurück. Und Krumpi hält nach wie vor da vorne die Führung. Im Tower haben wir ab und zu mal aus dem Augenwinkel gesehen, dass Riepel da mal nebendran war, kurzzeitig auch mal vorne war. Aber Krumpi verteidigt wie eine Bank vorne. Die letzten 10 Minuten beginnen jetzt dann. Also Krumpi hat richtig harte Konkurrenz hinter sich. Einige Autos, die da ihm noch richtig gefährlich werden können, aber bisher, toi toi toi, bisher läuft es ziemlich gut. Berührung, Krumpi geht quer, beziehungsweise weit. Kann aber einigermaßen doch noch P2 da halten und wird jetzt von Riepel vorbeigelassen. Das war eine faire Aktion, kann man nicht anders sagen. Riepel hat absichtlich Krumpi vorbeigelassen, kommt allerdings, danach ist dann aber Unheil, was sich verbreitet. Direkt nach der Aktion gibt es dann eine Berührung hier vorne und das wird eine Dreierberührung. Drei Fahrzeuge durch Kontakt beteiligt. Frank ist der einzige, für den die Sache glimpflich ausgeht. Riepel und wer war das noch? Das war noch ein Speedworld-Fahrer. Vielleicht Fiedler, der da noch mit verwickelt war und deutlich zurückgefallen ist. Insofern hat sich die Sache hier vorne ein bisschen ausgedünnt. Das ist alles, spielt alles Krumpi in die Hände. Und Krumpi hat jetzt seinen Kollegen aus Spa, die beiden haben ja da das Wochenende verbracht, im Rückspiegel. Das wird nochmal eine neue Aufgabe für ihn jetzt, sich gegen Frank zu verteidigen. Puh, waren jetzt ziemlich heiß die letzten 2-3 Runden. Wegweisende Aktionen für einige der Beteiligten. Ja, dann müssen wir erstmal einen Schluck trinken. Schon mal innerlich bereit machen für das grande Finale. So, die nächste Klimax, nächste Krise kündigt sich an. Die ersten vier jetzt sehr nah beieinander. Ja, Marcel Brunschwiller hat eine gute Position, um für uns die Kamera zu spielen. Aus der Perspektive kann man den Fight da vorne ganz gut nachvollziehen. Und wir hören auch schon den Motor von Matuschinski im Hintergrund. Da muss Brunschwiller natürlich während seiner Kameraarbeit hier auch höllisch aufpassen, dass der gute Georg eben da nicht vorbeizieht. Krumpi geht jetzt harte Verteidigungslinie vorne gegen Frank. Drückt ihn jetzt drüben in die Wand.
Alles regelkonform erstmal aus meiner Sicht. Oh, ein Wohnspieler kommt hier jetzt gerade voll ins Dreier-Sandwich. Kann sich da erstmal gut verteidigen, beziehungsweise sogar noch einen Platz gut machen gegen Hermann. So, und Frank scheint jetzt, naja, noch hat er die Nase nicht vor. Das Kontakt zwischen Frank und Krumpholz, das ist aber, glaube ich, nicht weiter schlimm. Das ist nicht fatal für beide. Der Zweikampf geht weiter. Krumbi macht die Räume extrem eng. Noch ist das alles im Renngeschehen zwischen den beiden. Noch ist alles Renngeschehen, noch geht alles glimpflich ab. Und Krumpi hält tatsächlich, hält die Linie durch den letzten Turn durch. Und jetzt wird das ganze Spiel von vorne beginnen. Auch diesmal aber Frank mit dem Scherenschlag, also rechts angetäuscht, links attackiert. Ja, das bleibt weiterhin offen. Puh, noch 4 Minuten. Bin gespannt, wie lange die beiden es durchhalten. Diesmal durch Turn 3, Turn 4 ohne Berührung. Puh, da brauchst du jetzt echt Nerven. Also... das ist nicht ohne, was da gerade abgeht. Ziemlich viel Qualm, ziemlich viel Reifenabrieb auf der Straße. Aber alles im grünen Bereich. Na gut, und besonders gut für die ersten drei hier ist, dass P4 bis P6 auch im Dreikampf verstrickt sind hier. Vor und hinter Matuschinski. Sonst hätten wir hier vorne eine noch kritischere Masse. Ja, und Krumbi zieht echt die Fahrt seines Lebens ab. Also der hat in Spa bei den Profis sich einiges abgeguckt anscheinend am Wochenende. Der brennt hier echt durch, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ja, die Lücke zwischen P1 bis P6 ist jetzt verschwindend gering. Insofern muss so jemand wie Brunschwiller hier jetzt sich auch Sorgen machen vor der Attacke von Hermann. Brunschwiller, sage ich mal, versucht die Flucht nach vorne zu wählen, was noch nicht gefruchtet hat. Puh, 2 Minuten noch. Ja, in der Kurve hier gibt es immer ein bisschen Kontakt. Ja, und jeder Kontakt hinter ihm ist für den aktuell Führenden ein Geschenk. 90 Sekunden noch. Oh, inzwischen ist sogar bis P7 sind wir hier vorne verdichtet. Okay, das möchte ich im Replay sehen. Das war Brunschwiller, der bei der Anbremsphase hier immer absolut letzte Rille geht.
bisschen überschossen, bisschen quer gekommen, aber ganz gut gefangen, die Nummer. Hat sich mit der Aktion auf Position 2 katapultiert. Und nimmt jetzt Krumpi ins Fadenkreuz. So, die letzte Runde ist damit eingeleitet. Das Interface ist hier immer ein bisschen buggy. Jetzt aktuell, aber letzte Runde stimmt aber auf jeden Fall. Die Zeit ist in dem Moment auf 0 Sekunden runtergelaufen. Das heißt, jetzt die letzten 45 Sekunden circa bis Zielüberfahrt. Wow, ist extrem hart umkämpft, die Nummer hier. Also da sind ja gerade auch mal wieder zwischen Matuschinski und Frister sind mal wieder die Funken geflogen gerade. So, die letzten zwei Turns. Und ab in den letzten Turn. Ich glaube, das sieht gut aus. Ich glaube, das sieht für Krumpi gut aus. Krumpi freut sich. Krumpi wackelt. Wackelt mit dem Hinterteil. Und da kommen wir eben in der Reihenfolge Krumpi, dann Brunnspieler, dann Frank, dann Matuschinski, dann Frister, dann Hermann, dann Hengst rein. Wilfert kommt auf P8 ins Ziel gerauscht. Fiedler auf der 9. Paolo Anzioso, der jetzt auch mit Namen richtig amtlich hier erscheint, kommt auf der 10 rein. Also hat es doch noch für ein gutes Top-10-Ergebnis für ihn gereicht. Der freut sich auch, wackelt auch ein bisschen mit dem Hintern. Nino Riepel, leider verunglückt, kommt auf der 11 rein. Guido Grosch auf der 12, sammelt damit gute Punkte für die Eisen. Konnte schlussendlich den Abstand zu Holmichel da noch halten, der da nochmal rangeprescht war. Gleicher Abstand dahinter dann nochmal zu Rand. Und damit wäre der Rennabend erstmal durch, sage ich mal. Also das war für die Nerven nicht leicht. Also da war wirklich einiges geboten. Krumpi sammelt damit auch, also ist nicht nur in der Gesamtwertung Erster damit, sondern auch bei den Eisen und sammelt wertvolle Pünktchen, um auf den Erzkonkurrenten Sebastian Holmichel aufzuschließen. Ah, und gerade wo ich ihn erwähnt habe, erscheint er auch schon auf wundersame Weise in der Kommentatorenbox. Ja, Hex, Hex, Palim, Palim. Einmal geblinzelt, Augen wieder auf und schon ist er da. Grüß dich, Sebastian. Hallo, also Krumbi hat gewonnen, nehme ich an. Ja. Ich habe jetzt nicht mehr drauf geguckt. Ja, dann erstmal Glückwunsch an Krumbi für den Sieg. Na, da sieht man auch mal, dass das Reverse Grid ja durchaus was bringen kann. Ja. Und ja, Spannung war auf jeden Fall drin. Und ich ärgere mich halt nur, dass, wenn ich dann aufs Relativ geguckt habe, dass ich trotzdem noch in diesem 30-Sekunden-Fenster ungefähr war. Ich weiß, die haben vorne gekämpft, aber quasi mit, keine Ahnung, 31 Sekunden rausgefahren mit Krumbi hinter mir und am Ende waren es, keine Ahnung, 30, 29, irgendwas. Also es war von, ich sag mal, von der Pace hätte ich vielleicht ja sogar mit Glück in den Top 5 landen können oder Top 6. Ja, weil überholen war ja sowieso schwierig. Ja, ich habe dich auf jeden Fall gehighlightet zu Beginn. Inzwischen ist es dir schon einige Male passiert, dass du auf der Pole gestartet bist, hier bei der Inverted Top 10 ja. Geschichte. Und ich sag mal so, ich hätte Georg auch vorbeigelassen, ehrlich gesagt, wenn Krumbi nicht da vorne gestanden hätte. Ne? dann fahre ich lieber mit Krumbi zusammen los. Genau, also es ist, es fordert den Nerven ja schon einiges ab. Also jetzt, wo du es gewohnt bist, ist der Ruhepuls am Start wahrscheinlich nicht mehr ganz so hoch wie vielleicht zu Beginn. Aber die Stichis, die dann so kamen, da dachte ich mir so, wo kommen die denn her? Weil ich weiß ja, die Geschwindigkeitsdifferenz, gerade auch in den Anbremszonen, die ist nun mal da. Ne? Da hat sich dann wahrscheinlich auch der Marcel verschätzt oder so. Ich weiß es nicht. Also ich bin
schön dem Krumbi hinterher und dachte mir, kann ich mich noch ein bisschen im Windschatten aufhalten. Und ja, und da beide Teamkollegen sind, will man da ja auch möglichst noch zwischenbleiben. Bevor dann der quasi das Force Field auspackt gegen den Rest der Bande. Ja, die Aktion war wirklich sehr unglücklich. Also ich hätte auch gern weiter gesehen, wie sich das entwickelt. Wunschwiller hat in dem Fall eben auch extrem Glück gehabt und ist hat irgendwie auf wundersame Weise keine Zeit verloren bei der Aktion. Wird sich bestimmt auch noch entschuldigen nachher. Ja, aber das, gut, davon gehe ich auch. Also, es war ja nur so eine kleine Berührung. Es war auch so dieser Punkt, wo ich dachte, fahre ich sie ganz eng? Nein, ich will Krumbi hinterherfahren. Ne? Und dann kriegt man ja einen besseren Turn, wenn man dann zum Curb zieht und auf den Vollgas gehen kann, wenn man eben auf dieser ersten Rille sozusagen fährt. Das habe ich mir zumindest mal angeguckt. Ja, Pech gehabt. Glückwunsch an Krumbi und dann holen die rein. Der wartet ja auch schon. Und dann hoffe ich, dass das nächste Mal wieder so läuft, dass Krumbi hinter mir irgendwie ist. Durch wundersame Weise. Gut, prima. Dann drücke ich noch ein paar Knöpfchen. So, habe ich dich jetzt zu früh abmoderiert. Ja, passt schon. So, jetzt sind wir soweit. Also, danke dir. Ja, danke dir. Bis dann. So, dann machen wir fliegenden Wechsel. Wir haben den Sieger des zweiten Heats am Mikrofon, auch auf wundersame Weise hier erschienen in der Kommentatorenbox. Grüß dich, Stefan. Ja, hallo. Krumpi goes Gold. Oh, heißt das? Status. Oh, tatsächlich, ja, ja. Herzlichen Glückwunsch, das ist cool. Also so einen rausfahren. Puh, also wo fangen wir an? Fang du am besten mal an. Ja, eigentlich war heute mein Ziel nur, vor Holmichel zu bleiben. Hat in beiden Rennen eigentlich auch ganz gut geklappt so. Ja, dass ich dann tatsächlich vorne mitfahren kann, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Auch nochmal ein Dankeschön an Jürgen Frank, der echt mega fair gefahren ist, mit dem man aber auch übelst hart fahren kann. Ich hoffe, das war alles nicht zu hart. Ich hätte vielleicht, wenn es jetzt echt nicht um den Sieg gegangen wäre, hier und da ein bisschen zurückgesteckt, aber ich wollte es mir dann heute echt nicht nehmen lassen. Ich hoffe, das war für alle Beteiligten soweit in Ordnung. Ja, ich bin mega happy. Ich habe so lange drauf gewartet, endlich einen Sieg rauszufahren. Und jetzt ist es heute passiert. Hatte Unterstützung von meinen Arbeitskollegen, die heute zugeschaut haben. Vielleicht hat mich das auch noch mal ein bisschen angespornt. Das Rennen verlief eigentlich bis auf einen fast gravierenden Fehler fehlerfrei. Ich habe einmal ein bisschen das Gras touchiert und bin dann rechts abgedriftet, fast in die Mauer rein, konnte es aber noch retten. Ja, war auf jeden Fall mega krass. Also heute gegen die Speedworld und CMRC zu fighten, war mega cool. Brunschwiller konnte, glaube ich, den zweiten Sieg noch oder den zweiten Platz im zweiten Rennen holen. Fand ich auch mega gut. Ja, war cool. Dankeschön. Ja, also ich bin ja auch hier neutraler Berichterstatter, aber ich muss sagen, ich habe voll mitgefiebert. Ich habe genauso mitgefiebert wie die Zuschauer im Chat. Also es hat sehr viel Spaß gemacht zum Zugucken. Ja, das war mit einer meiner härtesten Rennen heute definitiv. Also ne, sich gegen den Jürgen Frank durchzusetzen oder gegen Nino Riepel, so, das sind Jungs, die grundsätzlich immer vorne dabei sind. Und da heute einfach mal mit dabei zu sein, ich hatte zwei super Überholmanöver hinten quasi in der Kurzanbindung, in der Schikane, konnte beide dort mich vom P3 wieder auf P1 vorkämpfen. Das hat mich auf jeden Fall schon krass beflügelt heute. Ja gut, ich denke mal, das Gesamtergebnis, ja, sehe ich hier gerade schon, ist, glaube ich, Jürgen Frank heute der Gewinner, aber wie gesagt, mein erster Rennsieg und ich bin happy, mega. Ja, super, herzlichen Glückwunsch, dann kann sie erstmal, sage ich mal, ein Siegesgetränk zu dir nehmen jetzt zum Abkühlen. Ja, und eine PR-Managerin auch. Naja, gut, ja, genau. Danke, jetzt erstmal Champagne for the Brain, Pain, wie auch immer. Und dann, ja, tut es auch ein Reisdorf-Kölsch. Dankeschön. Cool, prima. So, nachdem wir Stefan Krumpholz gehört haben gerade und der den Jürgen Frank gerade auch
direkt angesprochen hat, weil er mit dem ja auch ziemlich im Battle war, haben wir den Jürgen Frank selber jetzt dann auch zum Interview. Grüß dich. Ja, grüßt euch. Servus. Servus. Also Krumpi hat gerade angedeutet, er hat sich ja mit dir da eine Weile gebettelt. Er hofft, alles war fair. Ihr habt euch hier und da mal ein bisschen, sage ich mal, die Rennstrecke künstlich etwas verschmälert gegenseitig. Aber jetzt aus meiner Sicht sah jetzt erstmal grob so ganz okay aus. Wie ist es dir heute so ergangen nach deinem turbulenten Wochenende in Spa? Ja, nach dem harten Wochenende war der Tag heute nicht so einfach, aber relativ gut erholt ging es dann heute ins Rennen. Und ja, zuallererst muss man natürlich an Krumpold gratulieren, dass er es jetzt nach fast 4 Jahren endlich mal geschafft hat, Sieg zu holen. Ich muss auch sagen, da gegen ihn, da habe ich mich nicht mehr getraut, am Ende dagegen zu halten. Gegen Brunsch wieder auch nicht, weil das war mir alles zu hart. Da habe ich sie durchgelassen letztendlich und noch gehofft, dass der Matuschinski nicht zu nah rankommt. Und ich glaube, es hat sogar zum Gesamtsieg gereicht, wenn ich. Ich glaube, das habe ich gerade auch schon gehört, gesehen, dass in der kombinierten Wertung, die ja immer aus den beiden Heats für den Rennabend gemacht wird, steht, glaube ich, dein Name oben. Ja, lädt gerade nicht, sonst hätte ich gezeigt. machen wir das kurz amtlich. Ja, da steht dein Name ganz oben, also Gesamtwertung, volle Punktzahl für dich. Oh ja, perfekt, hört sich gut an, muss auch sagen. Oder nochmal beim Steffen bedanken, der heute auch ein bisschen hinten dicht gehalten hat, einigermaßen. Und der war heute auf jeden Fall der schnellste Fahrer. Aber wie wir es wissen, im Feature-Rennen, da geht es nicht um PS, da geht es um Glück. Gut, prima. Dann würde ich sagen, danke an der Stelle für dich und danke auch für die tolle Berichterstattung aus Spa am Wochenende. Jo, gerne. Macht's gut. Bis dann. Gut, damit wären wir für heute erstmal durch. Wir holen uns gerade hier noch das, das ist ein anderes Rennen. Schaffen wir jetzt nicht. Das kumulierte Ergebnisgedöns kann man ja auf der Homepage nachgucken. Was machen wir alle nächsten Montag? Oh, Detroit Belle Isle, Straßenkurs. Da bin ich schon mal ziemlich gespannt drauf. Wir haben ja diese Saison dann mit Chicago im letzten Rennen auch nochmal einen Straßenkurs. Also würde ich sagen, nächste Woche einschalten und schon mal den Flieger buchen nach Detroit. Bis dann.